Uli Hoeneß im Bad in der Menge. Die Bayern-Fans verehren den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern nach wie vor. Während einer Trainingseinheit erfüllte der 63-Jährige die Autogrammwünsche der wartenden Fans und zeigte sich mal wieder der Öffentlichkeit. Hoeneß arbeitet zurzeit tagsüber in der Jugendabteilung der Bayern, muss die Nächte aber noch im Gefängnis verbringen. Im März 2014 war er wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Seit Anfang Januar ist Hoeneß frei. Bei guter Führung könnte er im März 2016 freikommen.